Alter Schwede. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin, einem neuen kleinen Review zu einem Alpine Coaster. Und wir sind bei dem Alpine Coaster Donnstetten. Donnstetten. Den seht ihr auch gerade ein bisschen im Hintergrund. Ist vom Layout her nicht allzu spektakulär. Man hat eigentlich nur diese, das sieht man nicht so ganz, glaube ich, von hier auf der Kamera, diese S-Kurven, die den Berg so runtergehen, dieses Alpinmäßige. Aber wer nicht gespoilert werden will, hört jetzt nicht zu. Wenn man oben ankommt, fährt man halt aus dem Lift raus, ein paar Kurven, und dann kommt ein richtiger Drop, der echt steil ist, der super schnell beschleunigt, sage ich jetzt mal, und richtig Spaß macht, meiner Meinung nach. Die Fahrt kostet 3 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder, und es gibt verschiedene Angebote mit Mehrfahrten, wie immer bei Alpine Coastern. Ansonsten gibt es dann noch hier diese Bungee-Trampoline, Jump-Punkters. Und auch ja, ein kleines Bistro mit dran, ein paar Snacks, was zu trinken. Und schöne Landschaft. That's it. Mehr gibt es hier eigentlich nicht. Aber kann man machen, ist ganz nett. Aber auch nicht einer der krassesten, spektakulärsten Alpine Coaster, die wir bis jetzt gefahren sind. Keine so großen, außergewöhnlichen Sachen, außer das eben erwähnte Spoiler-Ding. aber nettes Teil, gefällt mir auf jeden Fall. Ihr seht dann jetzt noch ein paar Aufnahmen dazu, on-ride-mäßig. Und ich bin raus. Ihr abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und das jetzt. Und ihr seid auch die coolsten. Bis zum nächsten Video. Morgen um 18 Uhr hier bei Ride Review. Euer Bro. Peace.